Liebe Zuschauer, besondere Ereignisse, besondere Momente erfordern auch besondere Maßnahmen. Deswegen haben wir uns von Panna TV entschieden, heute dieses Format zu wählen, um in der Corona-Krise auch unseren Beitrag zu leisten, was das Thema Aufklärung und Information betrifft. Wir, das sind in dem Fall meine Wenigkeit, Sascha Schwarte und Lukas Böhme, hier in Panna vielen vertraut als das Team von Panna TV. Allerdings möchten wir das natürlich heute nicht allein machen, sondern mit Experten, mit Personen, die sich gerade in dieser schwierigen Zeit, in der Krise, sehr gut auskennen und ihren Anteil leisten, dass wir als Gesellschaft da wirklich gut das Ganze hinbekommen und umschiffen. Genau gesagt sind es drei Experten, die heute in unserer, ich nenne es mal Skype-Konferenz mit dabei sind. Und Lukas Böhme, du kannst sicherlich die Gäste vorstellen. Genau, das wäre zum einen die Gerlinde Hildebrand, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur hier vor Ort in Pirne. Recht herzlich willkommen an Sie. Des Weiteren begrüßen wir in unserer Runde Axel Klein, er ist Hauptgeschäftsführer der DEHOGA Sachsen. Auch an Sie recht herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und der dritte im Bunde ist Ralf Rothaar. Seines Zeichens ist er, Herr Rothaar, Fachanwalt für Arbeitsrecht, also quasi der Mann, der uns heute aus juristischer Sicht erzählen kann, wie sich Corona auf jeden Einzelnen auswirken kann, wie sich auf ganze Branchen auswirkt, vielleicht auch Tipps und Hinweise geben kann, wie man sich in der aktuellen Situation verhalten soll. Aber wir haben natürlich auch noch weitere Gäste und das sind nämlich genau Sie, liebe Zuschauer, die uns jetzt hier auf Facebook Live auch mitfolgen können. Und Ihre Aufgabe besteht darin, uns Fragen zu stellen. Die Themen, die Ihnen schon seit Tagen unter den Nägeln brennen, vor allem natürlich im Bereich Wirtschaft, Jobsicherheit, können Sie an uns weiterleiten. Wir besprechen die Themen dann mit unseren Experten hier. Kleine Randnotiz, Rechtsanwalt Rothaar ist im Moment, wenn wir richtig informiert sind, noch nicht im Chat zu sehen. Wir arbeiten dran. Er ist zu hören. Okay, das klingt schon mal sehr gut. Ich begrüße Sie oder wir begrüßen Sie. Recht herzlich willkommen, ja. Steigen wir am besten direkt ein in die Situation, in unsere Gespräche. Vielleicht mit Ihnen, Herr Klein. Sie sind Hauptgeschäftsführer der DEHOGA, des Hotel- und Gaststättenverbandes für Sachsen. Die Situation ist besonders dramatisch, natürlich auch in Ihrer Branche. Wir wissen alle, die Sächsische Schweiz lebt in vielen Bereichen von der Hotellerie und Gastronomie. Vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht mal die letzten Tage aus Sicht des Verbandes, aber natürlich vor allem aus der Sicht Ihrer Mitglieder schildern. Ja, die Lage ist sehr, sehr dramatisch. Hat sich auch sehr zugespitzt in den letzten Tagen, in den letzten Stunden. Es ändert sich stündlich auch die Situation. Wir haben als Verband eine Hotline aufgestellt, die auch ganz gut funktioniert. Wir sind immer erreichbar. Wir beraten, machen eine Erstberatung in der Richtung. Was die größten Probleme sind momentan, natürlich, wenn Umsatz ausfällt bis zu 100%, sind Sie dazu momentan, da müssen Sie schauen, Sie haben eine gewisse Verpflichtung finanzielle, Sie haben Personal, das müssen Sie beschäftigen müssen, es fehlen liquide Mittel. Das sind alles Themen vom Lebensmittel, wollen wir noch ganz absehen momentan, oder Nachwuchs, Nachschub an Hygieneartikel und so weiter. Die kommen jetzt, diese Themen. Also am Anfang stand erstmal ohne Umsatz, fehlt die Liquidität. Die Kosten stehen da. Riesenprobleme in der Gastronomie, die ja von Natur aus ja nicht diese dicken Rücklagen hat, wie vielleicht in der Industrie, in der Automobilindustrie. Viele Branchen scheinen im Moment ja auch so ein bisschen von Tag zu Tag zu leben. Hotellerie, Gastronomie, es gab verschiedene Alleinverfügungen. Der Landkreis beispielsweise hat ja ursprünglich gesagt, dass zum Mittwoch, zum heutigen Tag bereits die Gastronomie eingestellt werden soll. Jetzt kam eine neue Allgemeinverfügung vom Freistaat Sachsen. Wir selbst sind heute durch Pirna gegangen. Da verhielt es sich sehr unterschiedlich, was die Gaststätten betrifft. Was ist da Ihre Information? Also zum einen sind Sie mit dem Informationsfluss als Verband zufrieden. Zum anderen herrscht da schon alleine, was das Thema Aufmachen, Öffnungszeiten betrifft, bei den Mitgliedern Klarheit? Also es herrscht eine gewisse Unsicherheit in verschiedenen Informationsquellen. Das ist klar. Wir haben so eine Situation noch nie gehabt. Also auch das ist nicht zu vergleichen mit der Hochwasserkatastrophe. Man muss sich die Situation bewusst machen und die ist dramatischer, als wir noch letzte Woche gedacht haben, alle zusammen, unter 14 Tagen. Und das ist vielen auch nicht bewusst. Auch vielen Gastronomen nicht so bewusst, aber auch vielen anderen Leistungsträgern, auch die Kunden, die Gäste, Teile, Touristen. Also das ist jetzt ein Prozess, den man dann wirklich die Dramatik dieser Lage bewusst machen muss. Und klare Ansagen sind wichtig und ich bin da bei Herrn Geißler, dass er, was er da gemacht hat, ist, also wir unterstützen das sogar, dass er gesagt hat, das Verantwortungsbewusstsein gezeigt hat. Aber wir kämpfen für eine landesweite Regelung. Ja, und wir unterstützen das. Wir möchten schon ganz konkret, dass auch Restaurants geschlossen werden, komplett.
Es gibt verschiedene Argumente immer für und wieder. Man muss in so einer schnellen Situation entscheiden, das ist schwer. Aber es gibt für Offenheit und für schließende Argumente. Wir sind, der Standpunkt momentan ist, dass wir dafür sind, landesweit auf diese Thema zu schließen, weil die Infektionsgefahr ist einfach so hoch. Wie wollen Sie denn die Regeln einhalten? Ne? Stellen Sie vor, in einem Restaurant, Sie machen eine Familienfeier und müssen zwischen jedem 1,50 Meter Abstand halten. Gleiches gilt natürlich auch, ich kann es mal an einem praktischen Beispiel erzählen, wir sitzen ja hier auf der Gerichtsstraße in Pirna. Wir haben heute einen Anruf bekommen von einem benachbarten Imbissbetreiber, würde ich es jetzt einfach mal umschreiben, ohne genau darauf einzugehen, wer das letztendlich war. Der verkauft Speisen hier letztendlich auf der Straße. Zeitgleich ist es ja aber so, dass er das Lokal, was er normalerweise betreibt, immer noch, ja, er kann es ja nicht abschließen, er kann nicht nur aus dem Fenster heraus verkaufen. Für wie sinnvoll halten Sie die getroffenen Regelungen gerade in solchen Fällen? Und als ergänzende Frage dazu, er hat uns eben angerufen und hat gefragt, ja, wie ist das denn jetzt in meinem Fall, bis wann darf ich eigentlich verkaufen? Gibt es da für mich Einschränkungen? Können Sie das vielleicht nochmal erklären, an wen wendet man sich aus Ihrer Sicht am besten, wenn man eben Fragen zu diesem Themenkomplex hat? Sie können sich an unsere Hotline wenden. Ich werde in der Sendung, wenn wir es nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten. Wir sammeln diese Fragen sachsenweit. Das ist eben wichtig, dass man nicht, wir können das nicht, also wenn alle 1000 Gastronomen, die wir haben 8.500 in Sachsen, stellen sich vor, die rufen alle diese Stellen an und dann sind die überlastet. Deswegen haben wir stabsmäßig sich das geplant, indem wir Anfragen sammeln, so wie die Fragen heute, dann zusammenfassen und die auf unserer Homepage beantworten. Ja? Es wird auch immer wieder jetzt Situationen geben, und das ist ganz wichtig. Wir Deutschen sind es gewöhnt, alles in Gesetze gegossen zu haben. Das in einer Krisensituation ist das nicht möglich. Und da müssen wir uns auch ein bisschen auf unseren eigenen Verstand verlassen. Es wird doch heute keiner kontrollieren, ob Sie dann doch Speisen ausschädigen an der Stadt, an der Bar oder nicht. Sondern Sie müssen jetzt doch selber als Unternehmer, und das müssen wir sagen, entscheiden können, was ist, wenn ich das nicht einhalte? Wie ist das Infektionsrisiko, wie hoch? Und ich habe auch aus der Pirna gerade oder aus der Sächsischen Schweiz Pirna die Meldung, dass vielleicht zum Beispiel Hoteliers die Lösung haben, na, wir können ja Essen aufs Zimmer geben. Ja, also das sind Individuallösungen, das können wir nicht alles vorschreiben, weil so schnell ist keine Gesetzgebung, aber es sind doch handhabbare Lösungen, dass wir eben nachgucken. Und wir reden nochmal ganz klar, um die Runde auch gleich zu öffnen, wir reden davor, dass die Gesellschaft sich entschlossen hat, vor allen Dingen die über 70-Jährigen, also wir reden über 65-Jährigen, die ältere Gesellschaft in diesem Land zu schützen. Und es geht für die Zielgruppe um Leben und Tod. Und das ist manchmal nicht klar. Und wenn wir italienische Verhältnisse haben möchten, nicht haben möchten, wo man dann letztendlich die Betten für die Leute nicht hat, wir haben uns dazu entschieden, generell als Gesellschaft, das, und das hat Priorität. Die Priorität hat der Schutz der älteren Personen. Und natürlich kommen unsere Unternehmer dann in Schwierigkeiten und dafür kämpfen wir, dass die jetzt abgefedert werden. Aber Sie werden nicht für jedes Problem eine vorgegebene statische Lösung haben. Das ist die Antwort vielleicht, wenn er das im Imbiss verkauft und dort eben, ist ja momentan noch erlaubt, dann soll er das machen. Wie gesagt, es gibt dafür, es wird keine Regelung geben. Frau Hildebrand, Überlastung, vielleicht ein Stichwort, was auch zur Agentur für Arbeit passt. Nicht im Negativen gemeint, sondern einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass die Anfragen, die Dinge, die jetzt an Sie, an Ihre Agentur herangetragen werden, immens groß sind. Wie haben Sie vielleicht auch den Stab innerhalb der Agentur darauf vorbereitet, angepasst in den letzten Tagen und Wochen, damit man diese Flut an Fragen, Anträgen und was da alles auf Sie zukommt, auch bewältigen kann? Wie arbeitsfähig ist die Arbeitsagentur in Pirna? Ja, also vielleicht erstmal einen grundsätzlichen Satz. Wir sind ja schon eigentlich seit 14 Tagen, sagen wir auch insbesondere aus der Gruppe der Arbeitgeber, mit einer doch deutlich verstärkten Beratungsnachfrage dort betroffen. Also so nach dem Motto, wie kann ich reagieren, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es durch die Agentur für Arbeit. Das hat sich nochmal verschärft mit Beginn dieser Woche, als unsere Organisation praktisch einfach auch den Entschluss gefasst hat, sich aus dem persönlichen Beratungsgeschäft sukzessive an der Stelle zurückzuziehen, weil, und da muss ich Herrn Klein ganz klar unterstützen, wir hier auch eine gesellschaftliche Verantwortung sehen, ne, dieses Infektionsrisiko so niedrig wie möglich zu halten, Infektionsketten zu unterbrechen und praktisch auch bei uns im Haus nicht noch dort irgendwo Nährboden zu geben. Und gleichzeitig natürlich durch diese Maßnahme unsere Organisation selbst arbeitsfähig zu erhalten. Ne? Also wir sind ja genauso Betroffene an der Stelle.
Was sind denn die dringlichsten Fragen, die an die Agentur momentan herangetragen werden? Ich meine, sie sind sehr vielschichtig sicherlich. Man muss Arbeitgeber und Arbeitnehmer da vielleicht auch getrennt beachten, aber es geht ja für viele um private, für manche aber auch um gesamtberufliche Existenzen. Richtig. Also sag mal, die alles sag mal, überlagernde Frage ist eigentlich immer mit irgendeinem finanziellen Hintergrund verbunden. Na, wir haben also auch seit gestern nochmal eine zusätzliche Hotline eingerichtet. Da war, sag mal, vom Inhalt her eigentlich ein deutlicher Schwerpunkt zu erkennen, der hieß, krieg ich mein Geld? Und das wahrscheinlich von den verschiedenen Personen, von Arbeitgebern, von da Arbeitnehmern? Kann ich beruhigen, also es ist jetzt stehe ich irgendwo auf der Leitung, Herr Schwarze. Ich höre Sie momentan nicht Wir mehr. Wir hören Sie noch gut. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Jetzt höre ich Sie. Dann dürfen Sie gerne weiter fortführen. Okay. Also wie gesagt, die finanzielle Absicherung einmal im Bereich der Arbeitnehmerkunden, also sprich, wer möglicherweise im Status der Arbeitslosigkeit ist, den darf ich beruhigen. Also da ist nichts, was Ihnen irgendwo Sorgen machen sollte. Und im Bereich der Arbeitgeber ist natürlich die Nachfrage, dass die Beratung nach Kurzarbeitergeld, was sind die Voraussetzungen, gehöre ich zu dem Personenkreis, ja, nein, was muss ich tun, was muss ich lassen. Also das beschäftigt uns momentan in Größenordnung. Also das nimmt fast 100% unserer Anfragen dort ein. Wir haben uns in den letzten Tagen wirklich strategisch anders aufgestellt. Also wir sind wirklich im Krisenmanagement an der Stelle. Wir stärken diese kritischen Bereiche sowohl mit Personalressource als auch über technische Ausweitungen, also sprich Einsatz von zusätzlichen Hotlines, dann nochmal im Rahmen der E-Mail, also praktisch der virtuelle Zugang nochmal von den Kapazitäten ausgerichtet. Also dort sind wir in den letzten Tagen wirklich mit Hochdruck dabei, die Arbeitsfähigkeit sicherzustellen. Logischerweise werden natürlich dann andere Bereiche nicht mehr in dem Maße bedient werden können, wie wir das vielleicht als Kunde in der Vergangenheit kennen. Also es wird jeder Verständnis haben, dass wir jetzt momentan nicht mit unserer Berufsberatung in den Schulen unterwegs sind. Ne? Wir konzentrieren uns auf die Bereiche, die sagen, okay, eine Sicherstellung der Leistung, und da stehen ganz eindeutig drei Leistungsarten im Vordergrund. Das ist das Arbeitslosengeld, das ist das Arbeitslosengeld 2 und das ist das Kurzarbeitergeld. Da würde ich gleich mal einschreiten wollen, weil wir haben schon die ersten Fragen hier auch auf Facebook in der Kommentarspalte bekommen, wozu Sie, liebe Zuschauer, auch recht herzlich eingeladen sind, weiterhin zu kommentieren. Bevor wir Herr Rotha dann auch ins Boot holen an der Stelle, würde ich gerne eine Frage nochmal an Frau Hildebrand stellen. Und zwar wurden wir gefragt, es ist eine Frage, die man wahrscheinlich nicht im Detail beantworten kann, aber ich würde sie erst mal vortragen und dann noch meine Gedanken selbst dazu äußern. Frau Hildebrand, wir wurden gefragt, wie lange dauert es, die Anträge zu bearbeiten für Arbeitslosengeld 1? Also ich weiß, dass das natürlich im Detail eine ziemlich schwierig zu beantwortende Frage ist. Vielleicht könnte man sie eher dahin stellen. Erwarten Sie, dass aufgrund der Häufigkeit der Anträge, die jetzt gestellt werden, aufgrund der eben jetzt entstandenen Situation es zu Verzögerungen kommt? Oder kann man als Leistungsempfänger unabhängig davon, welche Leistung man jetzt bezieht, davon ausgehen, dass die Bearbeitungszeit sich im Vergleich zum Normalbetrieb, wenn man das so nennen kann, nicht verändern wird? Wir arbeiten daran, dass es im Prinzip dort keine Veränderungen geben soll. Ne, hat ja letzten Endes den Hintergrund, was ich vorhin formulierte, dass wir wirklich, sagen wir, die drei Bereiche unserer Ressource absolut konzentrieren. Ne, also wir werden Personal aus anderen Bereichen entziehen. Wir sind momentan jetzt schon dabei, die fachlich dort fit zu machen, die Kollegen und Kolleginnen entsprechend zu schulen, damit einfach die Bearbeitungskapazität in diesen kritischen Bereichen gestärkt wird. Ein Hinweis, momentan, es wird sicherlich nicht in allen Fällen die Arbeitslosigkeit vermeidbar sein. Das ist ganz klar. Momentan können wir einen drastischen Anstieg an Arbeitslosmeldungen noch nicht verzeichnen. Also ich betone noch nicht, Herr Klein hat es ja so schon formuliert, die Halbwertszeit von bestimmten Situationen wird ja derzeit immer kleiner. Also ich kann Ihnen keine Prognose geben, wie sieht das nächste Woche aus, wie sieht das in 14 Tagen aus. Aber wie gesagt, wir arbeiten wirklich mit Hochdruck dran, dass letzten Endes die Existenzsicherung unserer Kunden sichergestellt ist. Herr Rotha, vielleicht. Ich wollte ergänzen, weil wir müssen das unterscheiden, viele wissen das nicht. Momentan hat, glaube ich, Priorität die 1, weil Sie sagen Unternehmer und Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Das deckelt sich ja. Momentan ist das Thema Kurzarbeitsersatz. Das heißt, für die Gastronomiebetriebe, dadurch, wir haben ja erreicht, auf Bundesebene, dass das Thema Kurzarbeitergeld geändert wird. Der Unterschied zum Frühjahr.
drastisch geändert wird, ne? Auch die Finanzierung und so weiter. Deswegen ist momentan doch richtig, wenn man die Arbeitnehmer nicht entlassen will, und das versuchen die meisten unserer Betriebe, kann man auf das Kurzarbeitersegment zurückgreifen, und das ist die erste Lösung, bevor man entlässt. Und nur dann, wenn man jemanden entlässt, gibt es ja Arbeitslosengeld, oder ist dann das Thema Arbeitslosengeld wichtig. Solange wir das als Arbeitnehmer schaffen, die in Kurzarbeit zu bringen, und das ist, kann sich heute mal dann nochmal erklären, wie es funktioniert, aber diese Änderung dieser Vorgaben, diese Beschränkungen und so weiter und dieser Handling, das führt dazu, dass das auch vermehrt angenommen wurde. Das handelbar, und wir raten auch jeden Unternehmer, der hier anruft, der von der Krise betroffen ist, dieses Kurzarbeitergeld anzunehmen im Interesse der Arbeitnehmer, um sie dann nachher, wenn es wieder weitergeht, auch weiter zu beschäftigen zu können. Der ist Vorrang, und ich glaube, dort sind wir sehr schnell unterwegs, und da müssen Sie wissen, dass das Geld, das müssen wir auch jedem erklären, das können wir auch, ne, in unserem Chatrunden dann nochmal. Erstmal ist es so, man muss es anzeigen, ganz wichtig, jetzt anzeigen, dass man Bedarf Kurzarbeitergeld hat. Und im nächsten Monat fließen dann die Gelder, im Idealfall. Ne? Also man muss erstmal vorschießen in dem Monat, die Gehälter, ne? Und dann bekommt man das zurück nach einer Abrechnung. Also Herr Klein hat es eigentlich ganz, ganz knapp erklärt. Ne? Die Anzeige, dann gibt es in dem Sinne eine grundsätzliche Bewilligung zu dem Kurzarbeitergeld, und dann muss die Abrechnung erfolgen. Ne? Die Abrechnung wird dann personenscharf von dem Arbeitgeber gemacht werden müssen. Und dann wird Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Also ganz konkret, wenn ich dazwischenfunken darf, für die betroffenen Unternehmen, wenn es sich abzeichnet, dass die Situation Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb hat, im Fall der Fälle Kurzarbeit lieber anzeigen, um da wirklich... Auf alle Fälle. Ja. Und das haben wir jetzt. Also ich kenne keinen Betrieb, keinen, der nicht betroffen ist. Genau. Also auf alle Fälle Kurzarbeit anzeigen. Da darf ich wirklich noch mal darauf verweisen, dass wir bei uns in unserem Internetangebot, dort glaube ich, sagen wir, sehr gute Informationen, auch gute Erklärvideos haben, wo einfach nochmal die Rahmenbedingungen dargestellt werden. Also wie muss ich auch formulieren, was muss ich letzten Endes an Rahmenbedingungen auch darstellen, welche Unterlagen sind notwendig. Das ist in dem Sinne wirklich selbsterklärend. Wir halten diese Seite top aktuell, also auch wir, ne, so wie Herr Klein schon dargestellt hat, leben momentan auch wirklich von stündlichen Veränderungen, nicht nur vom Gesetzgeber, sondern auch von anderen Rahmenbedingungen, die wir also wirklich dort sehr, sehr zeitnah immer wieder einpflegen. Und ich kann heute nur jedem Unternehmer empfehlen, ne, wenn er in diese wirtschaftliche Schwierigkeit dort auch nur ansatzweise reingerät, Kurzarbeit grundsätzlich anzuzeigen. Ob er am Ende wirklich die Kurzarbeit in Anspruch nimmt, ne, das ist dann nochmal die zweite Geschichte, und das muss er letzten Endes dann mit seiner Abrechnung darstellen. Und für die Abrechnung, sicherlich ist das auch immer eine Geschichte, ne, welche Liquidität hat das Unternehmen, in welcher Situation hat der Unternehmer 3 Monate Zeit, und dann, ne, also je nach Eingang der Abrechnung zahlen wir dann aus. Herr Rother, Sie als Fachanwalt für Arbeitsrecht, aus Ihrer Sicht, was das Thema Kurzarbeitergeld betrifft, gibt es noch Ergänzungen, Ratschläge oder Dinge, auf die man vielleicht als Arbeitnehmer auch achten sollte? Weil viele bekommen jetzt das Schreiben vorgelegt zur Bereitschaft zur Kurzarbeit. Kann man das relativ schnell so unterschreiben, oder gibt es doch ein paar Dinge zu beachten? Es gibt schon ein paar Differenzierungen, die schlichtweg notwendig sind, weil ich habe etwa die Situation, dass eben Kind-Krank-Situationen da sind, dass eben Eltern, deren Kinder krank sind, normal beschäftigt sind und damit den Anspruch auf Kind-Krank haben. Da wäre es schlecht, jetzt eben tatsächlich zu sagen, okay, Kurzarbeit in Ordnung. Diese Kind-Krank-Situation entlastet den Arbeitgeber auch, indem er ja dann in der Regel nicht zahlen muss, sondern der Arbeitnehmer die Zahlung von der Krankenkasse erhält. Die andere Variante ist, dass der Arbeitnehmer selbst krank ist, indem er sich entweder am Virus oder sonst angesteckt hat. Gibt ja auch sonst noch genug Erkältungssymptome. Und auch da wäre es wiederum schlecht zu sagen, ich gehe in diese Kurzarbeit rein. Dann wäre es sinnvoller eben auch, die Krankheit zu nehmen. Auch für den Arbeitgeber ist es dann nicht so das Problem, weil er dann zumindest über die Krankenkasse wiederum 50% erstattet bekommt. Also von daher muss man das überlegen. Und ich rate meinen Mandanten, sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern, dass man schlichtweg offen das im Unternehmen anspricht, was jetzt für wen wirklich eine sinnvolle Situation ist.
Insbesondere ist es wichtig, dass man auch so ein bisschen Panikreaktionen dann auch abfedern kann. Etwa habe ich einen Arbeitgeber gehabt, der im Reinigungsbereich tätig ist, wo die Arbeitnehmer gesagt haben, wir wollen nicht mehr zu den Kunden, wir wollen keine Arbeitstätigkeiten ausüben. Da hat jetzt der Arbeitgeber auch gesagt, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt Kurzarbeit? Da sage ich, ja, ist ja nicht, weil die Aufträge sind ja da. Die können nicht ausgeübt werden, weil die Mitarbeiter sich mal gerade querstellen. Das ist eine Situation, wo man eigentlich mit den normalen arbeitsrechtlichen Druckmaßnahmen, die ein Arbeitgeber hat, wo gehen muss, anweisen und falls nicht abmahnen und wenn dann weiter Arbeitsverweigerung, dann letztendlich irgendwo kündigen. Und ich denke mal, auch das sollte man auch in der Situation, die wir jetzt haben, auch transportieren können, dass man sagt, okay, auch wenn wir zwei Seiten haben, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, irgendwo sitzen wir in der Situation im gleichen Boot. Und ich kann nicht nur sperren, sagen, nee, mache ich nicht. Es gibt auch andere Berufe, die noch viel mehr einfach angespannt sind, wie etwa Pflegeberufe, wie etwa Krankenhäuser. Und auch da sind die Mitarbeiter bereit und sagen, okay, wir machen. Und dann kann ich nicht so dieses rein egoistische, nee, ich habe jetzt Angst, mich anzustecken, ich mache jetzt gar nichts mehr und ziehe mich komplett zurück. Also da muss man dann auch schon mal schauen, dass man dann vielleicht als Arbeitgeber dann auch mal ein bisschen stärker noch auftritt, um diese Situation einfach dann auch ein bisschen in den Griff zu kommen. Weil ansonsten hat der Arbeitgeber keine Chance. Nun gehen wir ja trotzdem vom besten Fall aus, dass man an einem Strang zieht und das Interesse von beiden Seiten das gleiche ist. Herr Klein, ich glaube, Sie hatten einen kurzen Einwand zu der Sache. Nee, mit der Änderung am Ende. Ne? Ich muss aber sagen, man muss beide Seiten sehen. Das war jetzt die Ergänzung, die mir fehlte. Ich bin ja sehr emotional, weil ich gerade auch mit Gewerkschaften verhandle und meist sind die unseren Arbeitnehmer schon auf einem anderen Level, die denken anders mit als manche Gewerkschaften. Ne? Da sind die alten Feinbänder noch da. Und das ist meistens ja gar nicht. Also kleine Unternehmen geführte Hotels in der Schweiz, ich glaube, die können ganz gut ihre Mitarbeiter dazu motivieren, das zu machen. Das würde ich jedem raten. Also Krankmeldung ist nur der äußerste Fall, das Mittel. Und ich würde mich als Unternehmer auch fragen, ob das dann die richtigen Mitarbeiter sind, wenn sie sich dann krank melden, nur um des Krankmeldens willen. Weil diese 50% und so, da hat ja jeder mit der Krankenkasse auch eine andere Regelung, wie viel Prozent er kriegt. Und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, bekommt er es wieder oder nicht. Also das ist dann sehr verschieden, was er an den Geldern wiederbekommt. Aber mit der Ergänzung am Ende, wir müssen jetzt zusammenhalten. Das ist eigentlich das Thema. Und da ist es eigentlich für beide Seiten das Beste, diese Lösung der Kurzarbeit. Weil man hat ja auch die Möglichkeit, als Unternehmer dann entsprechend aufzustocken. Und ist das Kurzarbeitergeld ja, in diesen Bereichen ist es korrekt, weil da haben wir die Regelung, dass eben die Unternehmen tatsächlich jetzt zumachen müssen. Ist in Ordnung, damit fällt es weg, damit habe ich auch einen Anspruch auf Kurzarbeit. Aber ich habe genügend andere Unternehmen auch, die sagen, naja, wir haben Aufträge, aber die werden halt nicht abgerufen von unseren Auftragnehmern. Oder ich habe Mitarbeiter, die nicht hin wollen, weil sie Angst haben. Richtig, aber ich habe jetzt mit Gastronomie gesprochen. Dann habe ich keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Dann habe ich eine ganz andere problematische Situation. Der Auftragnehmer sagt, nee, ihr kommt nicht mehr, weil das möchten wir nicht. Dann habe ich meinem Mandanten dann auch gesagt, bitte sich bestätigen lassen, bitte schriftlich gehen lassen, weil ich dann die Voraussetzung Kurzarbeit habe. Ich kann die Aufträge, die ich habe, nicht mehr ausführen, weil die Situation gegeben ist. Aber die andere Situation, Mitarbeiter wollen nicht, das ist dann etwas schwieriger. Man kann es sicherlich zusammenfassen. All die Dinge, die wir jetzt besprechen, gelten nicht für die Allgemeinheit, sondern es unterliegt natürlich um eine Einzelfallbetrachtung. Wir haben jetzt viel über das Kurzarbeitergeld gesprochen. Scheint im Großen und Ganzen, ich glaube, dann ist man sich auch in der Runde einig, ein wirkungsvolles und gutes Instrument zu sein. Speziell natürlich auch gut für beide Seiten, für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber. Worauf ich aber hinaus will, ist, was kann jetzt noch getan werden oder was wird getan? Und damit ist vielleicht Frau Hildebrand auch wieder mit in der Runde. Für die Selbstständigen oder auch gerade wenn wir an die kleinen Unternehmen denken, die Inhaber geführt sind. Also was kann da getan werden, was wird getan, damit auch da sowohl natürlich Verdienstausfälle als auch Kosten, die ja jetzt unter Umständen wochenlang anlaufen, ohne dass beispielsweise ein Laden betrieben wird. Wie kann sowas abgefedert werden? Welche Möglichkeiten gibt es da, die Ihnen bekannt sind? Und wie sollte man sich vielleicht dann auch richtig verhalten, damit man eben Fristen und Ähnliches nicht versäumt? Keine ganz so einfache Frage jetzt für mich aus der Arbeitsverwaltungssicht. Ja. Ich sag mal, ich kann, ich sag jetzt mal Einzelunternehmen, dort dann nur die Empfehlung geben, sich möglicherweise über die Existenzsicherung Arbeitslosengeld 2 ne, die Sicherheit zu holen, wenn ein Mindesteinkommen, ne, was
Existenzsicherung an der Stelle heißt, je nach in Abhängigkeit der Größe der Familie und so weiter, nicht mehr gegeben ist, dann kann also über Arbeitslosengeld 2 dort reagiert werden. Und das habe ich ja mit als Leistung genannt, ne, die bei uns momentan so diesen Hotspot mit darstellen. Also auch dort, ne, Antrag stellen, ist alles online eingestellt. Also, ne, es gab ja so in den letzten 2 Tagen ein bisschen den Aufruhr, unser Haus ist nicht mehr erreichbar. Das ist in der persönlichen Vorsprache so, aber nichtsdestotrotz arbeiten unsere Kollegen mit Hochdruck. Das Gleiche kann ich zumindest auch für das Finanzamt Pirna sagen. Das wurde mir heute am Telefon nochmal bestätigt. Auch da ist natürlich die Situation eine extrem angespannte. Auch da wird man sicherlich nicht immer gleich einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ans Telefon bekommen. Aber personell, so wurde es uns noch einmal versichert, ist man auch da gut aufgestellt. Und man versucht natürlich im Rahmen der Möglichkeiten schnellstmöglichst und möglichst auch ein Stück weit unbürokratisch, also auf schnellem Weg, mit den Fällen umzugehen. Aber auch da ist es wie bei vielen Sachen, es gibt eben nicht den großen Kamm, den man über alles drüber scheren kann, sondern man muss wirklich da die Einzelfallbetrachtung immer noch heranführen. Aber es ist eine Frage nochmal, wie man helfen kann. Ja. Jetzt eben den Unternehmen haben wir schlichtweg diese Problematik, dass ja die Unternehmen schon handeln wollen, bevor sie in die Phase des ALG 2 kommen, das heißt, bevor sie ihren Betrieb zumachen müssen. Und da habe ich diese Problematik von Mandanten mitbekommen, dass die Nachfragen bei Banken sind. Naja, was gibt es für Möglichkeiten? Die Banken wissen noch gar nichts, weil KfW-Programme noch nicht richtig publiziert sind. Die Kommunikation dort ist auch noch nicht da. Banken helfen aktuell mit Überziehungen, mit großzügigen Überziehungen, so wie ich das von Mandanten mitbekommen habe. Allerdings mit Überziehungszinsen davon teilweise 10%. Das ist nichts, was einem Unternehmer wirklich hilft. Und was man im Moment hört von der Politik, dass eben Darlehen zur Verfügung gestellt werden, beim Finanzamt Stundungen erfolgen, das hilft eigentlich dem typischen Kleinunternehmer, der auf dem jetzigen Umsatz angewiesen ist, nichts. Das dürften auch die Unternehmen von Herrn Klein ja auch betreffen, die müssen jetzt Umsatz machen. Denen hilft nichts, wenn sie für die jetzige Zeit und für die jetzt laufenden Kosten, wie Miete, Versicherung und Sonstiges, wenn die dafür einen Kredit bekommen, weil wir diese Tilgung für den Kredit später einarbeiten müssen. Ja, später verdienen wir ja auch nicht das Doppelte von dem, was sie jetzt verdienen. Sondern es wird dann auch irgendwann nochmal anlaufen. Es ist ja kein Geschäft, was nachgeholt werden kann. Die Leute gehen ja dann nach der jetzigen Situation nicht plötzlich jeden Tag in ein Restaurant, wo sie vorhin nur alle 2 Tage reingegangen sind. Und dass da also mit Krediten und Stundungen letztendlich den Leuten nicht geholfen ist. Hilfe könnte meines Erachtens da nur von Seiten der Politik dadurch kommen, dass man wirklich effektiv diese Ausfälle durch tatsächliche Zahlungen, die Unternehmen auch erhalten können, ausgleicht. Sie sprachen es aber an, eine Frage, die wir natürlich grundsätzlich an die Politik stellen müssten. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht das richtige Podium. Aber die ist schon gestellt worden. Wir waren ja gestern zum Krisengipfel im Ministerium. Da war ich persönlich dabei, für die Branche zumindest. Da ist das Thema Kleinunternehmer angesprochen worden. Da wird es im ALG-2-Bereich eine Lockerung gegeben. Der Hansen, der Chef von Feuerwehrmann, war ja mit anwesend von der Agentur. Wir müssen auch loben an denen mal. Also das Thema Digitalisierung ist in dem Fall ein Segen für uns, dass es schon funktioniert, weil der Unternehmer muss nicht mehr hin, das persönliche Gespräch. Im Gegenteil, der spart die Hin- und Abfahrt in das Arbeitsamt. Also man muss das mal positiv betrachten, dass das so bei der Agentur für Arbeit funktioniert. Im Glücksfall, ne? Kein persönlicher Kontakt. Und auf der anderen Seite wurde gestern auch mit den Banken, KfW und Wirtschaftsbank, diese Themen, genau wie Sie jetzt sagen, besprochen. Man weiß das sehr gut und wir haben nochmal auf die Situation hingewiesen. Aber es werden so schnell die Kredite verteufelt. Das ist es nicht. Also erstmal, meine Mitarbeiter an der Hotline sagen ganz konkret, ich möchte von den Banken ganz konkrete Fälle. Ne, manche Dinge lösen sich dann von alleine auf. Ganz konkretes Thema Arbeitsagentur. Wir haben einen sehr guten Draht, auch zur Landesdirektion. Sobald dort ein Fall auftritt, wo die Hotline nicht erreichbar ist, fragen wir immer nach. Sagen Sie bitte die Region und den Namen, dann löst sich das meiste schon im Wohlgefallen auf. Also das ist eben, man sicher ist es da zu stark, aber das potenziert sich dann. Und zum Thema Banken, ich habe sehr wohl auch Rückmeldungen von Banken, dass sie sehr wohl schon mitdenken von den Unternehmen. Man muss natürlich das persönliche Gespräch suchen zur Hausbank, man kann nicht vorneweg drüber sprechen. Und die Kredite, die jetzt in den Weg gebracht werden, nächste Woche Montag, der Herr Weber von der war dabei und so weiter, also die Aufbaubank SAP, die kümmern sich, sie haben das auf dem Schirm. Das heißt, man redet momentan über zinsfreie Kredite erstmal, Kredite immer nicht 10%, aber zinsfreie Kredite, die tilgungsfrei über 3 Jahre und nach diesen 3 Jahren redet man von einem Zeitraum von 7 bis 8 Jahren, also 10 Jahre gestreckt und dort wiederum greifen dann die Fonds.
Das heißt, man spricht davon, diesen, was ich jetzt meine, Zuschüsse, dort mit einfließen zu lassen. Das heißt, Ihnen wird eventuell so und so viel Prozent, ich will es kein Prozentzahl nennen, aber von diesem Restkredit erlassen. So, ich weiß. Und das würde erstmal die Liquidität, die wir haben, das Problem jetzt füllen, mit dem Effekt aber, dass ich nicht alles, da haben Sie vollkommen recht, zurückzahlen muss. Was ist das Problem bei der Landesdirektion? Alle Verluste zu deckeln von allen, die wir haben, das kann kein Staat dieser Welt leisten. Kein Bund, kein Land. Das Land muss warten auf den Bund, Bundeshaushalt, weil die Bundesfördermittel müssen ja abgestimmt werden mit dem Land in dieser kurzen Zeit. Und deswegen, die Landesregierung gestern, natürlich, Herr Kretschmer, haben da schon die Programme vorbereitet. Aber jetzt warten wir noch auf das Land, das natürlich auch auf den Bund, Entschuldigung, es wurde bereit, nächste Woche sollen Mittel unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden, auch ohne Liquiditätsprüfung. Das ist ganz enorm schon. Ne? Also, wir haben einige Unternehmen, also ohne Prüfung. Und man will auch die Situation des, aus dem Hochwasser hat man gelernt, auch das ist ein Thema. Und wird eben gucken, wie man die Rechnungslegung, wie dieses ganze Prozedere, wie man das verschlankt. Also da ist man dran. Das kann ich nur bestätigen, dann, dass man sich Gedanken macht. Aber auch da, ne, es gibt Prioritätensetzungen und man kann nicht alles heute in der Situation auf einmal verlangen. Aber Sie haben das im Fokus, vor allem für die Gastronomie, da haben Sie völlig recht, die liquiden Mittel, sie sind nicht da einfach. Ne? Ja, man hat kein dickes Polster. Sie haben gerade zwei wichtige Dinge angesprochen. Zum einen Thema Bürokratie. Zum anderen haben Sie gerade angesprochen, dass man auch, Sie haben es jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber dass man letztendlich Stück für Stück letztendlich auch arbeiten muss. Man weiß nicht, wie sich die Situation entwickelt. Letztendlich geht es ja aber vielen, würde ich einfach mal so unterstellen, im Job, so wie es auch bei uns in der Runde jetzt in Bezug auf Gastronomie geht, dass man nicht weiß, was mache ich jetzt eigentlich als erstes konkret. Das ist einfach eine Flut von Informationen, die auf einen reinprasselt. Natürlich auch eine Flut an Möglichkeiten, die sich bieten, um sich Unterstützung zu suchen, jetzt, aber auch später. Was würden Sie raten, Herr Klein, welchen Schritt gehe ich als erstes, bevor ich auf die Nase falle, einfach aufgrund der Flut von Informationen, die mir entgegenschlägt? Als erstes rufen Sie Frau Hildemann an. Wir haben eine Hotline noch. Nein, wir haben erstes Thema Kurzarbeitergeld klären. Ja. Größte Batzen sind die Personalkosten. Ja, da müssen Sie den Kopf machen. So, dann rufen Sie, wenn Sie Kredite haben, Ihre Hausbank an. Klären Sie mit ihr das. Und dann versuchen Sie, sich eine Liste zu machen, oder am Anfang eigentlich die Liste, Stück für Stück. Das soll nicht altklug werden. Ne? Ich bin jetzt, ich sage nur, jeder Unternehmer muss das eigentlich für sich machen, für sein Haus. Aber eigentlich denke ich mal, das Wichtigste, jetzt klar im Kopf zu hören und eine Liste aufzuschreiben, was sind denn eigentlich meine Belastungen. Wenn ich habe vom Steuerberater, nehme ich das und gucke durch, wo kann ich jetzt momentan Stundungen erreichen oder wo kann ich von den Kosten runterkommen. Das ist einfacher gesagt als getan manchmal, aber Stück für Stück dann die Banken anrufen, mit denen sprechen und wenn eben dann weitergehen und zum Beispiel, wir haben mit Energielieferanten heute gesprochen, Chemnitzer Raum. Wenn Sie einen Gasthof schließen oder ein Restaurant, das kommt ja irgendwann, dann haben Sie ja viel weniger Abschläge normalerweise an Energie. Das ist Kleinkram, aber vielleicht kann man mit dem Lieferanten reden. Wenn Sie im Monat eben 500 Euro Abschläge haben oder was auch immer, dann kann man dann mit dem Energielieferanten auch sprechen, ob der diese Abschläge runternimmt. Ne? Und sagt dann diesen Monat nicht oder aussetzen. Steuerstundung ist ein Thema. Ich würde das Finanzamt anrufen und dort klären. Wir reden von Gewerbesteuer, Vorauszahlung und so weiter. Alle diese Posten muss man Stück für Stück abarbeiten. Das ist so. Das sind jetzt die Hausaufgaben. Ich würde mich nicht konzentrieren, also als Empfehlung auf das Geschäft, was dann noch stückweise vorangehen soll. Also diese, das ist in meinen Augen jetzt, wird es die nächsten 14 Tage, drei Wochen das Geschäft nicht mehr in der Form geben. Also erstmal, das, ich meine, diese Umsätze wird es nicht mehr geben. Darauf kann man nicht setzen als Unternehmer. Ich würde an der Stelle mal einen ganz kurzen Cut machen und zwar nochmal auf Facebook zurückgreifen. Und zwar haben wir da eine Frage gestellt bekommen, die lautet: Ich bin selbstständig und durch die Quarantäne brechen mir wichtige Aufträge weg. Wer hilft mir jetzt? Das ist eine Frage, die wir vielleicht in die Runde geben können. Ich würde aber gerne Herrn Rother dazu einmal befragen. Wer hilft eben der Person, die gerade diese Situation beschrieben hat? Ja, in diesem Fall, wenn die Aufträge wegbrechen, wichtig ist, dass man es schlichtweg dokumentiert, damit man auch bei der Beantragung dann des Kurzarbeitergeldes den Nachweis hat, dass eben tatsächlich die Situation so ist. Die Arbeitnehmer, die vorhanden sind, die arbeiten wollen, können nicht beschäftigt werden, weil die Aufträge nicht mehr vorhanden sind.
Und dabei ist die Situation kurz auf Wettergeld da. Trotzdem würde ich allerdings auch meine Verträge überprüfen, ob meine Auftraggeber auch wirklich die Möglichkeit haben, einfach zu sagen, du kommst jetzt von heute auf morgen nicht mehr. Oder ob ich da nicht eben auch noch eine Möglichkeit habe zu sagen, okay, es geht auch um mich persönlich hier und da muss ich auch schauen, wo ich jetzt noch Geld reinbekomme, entweder Schadensersatz, Vertragsstrafe oder trotzdem abzurechnen, auch wenn die Leistung nicht gebracht wird, weil eben es ja nicht im eigenen Verantwortungsbereich liegt, wenn der Auftraggeber die Leistung, die angeboten ist, nicht abfordert. Keiner da weiß. Muss man aber auf die Vertragsgestaltung schauen und nur jetzt da sofort den Kopf in den Sand stecken, würde ich also auch nicht machen. Keiner weiß ja, wie lange diese Krise anhält, wie lange Einnahmen ausbleiben. Viele Unternehmer, habe ich auch erfahren, beschäftigen sich auch mit dem Thema Insolvenz, zumindest im Geiste. Inwiefern ist das was, was man ins Kalkül ziehen sollte, ab welchem Zeitpunkt? Oder ist das was, ja, was vielleicht der allerletzte Schritt dann wirklich auch erst ist und nicht zu schnell gegangen werden sollte? Also die Anfragen hatte ich auch schon gehabt, wo ich allerdings auch geraten habe, schlichtweg abzuwarten. Weil auch wenn die Regierung sagt, egal ob Landes- oder Bundesregierung, es soll keine Insolvenzen geben, es werden alle Unternehmen bestehen bleiben, gehe ich nicht davon aus, dass das so ist. Für die Insolvenz ist jedoch schlichtweg wichtig, dass man weiß, welche Verbindlichkeiten wirklich da sind und ob es wirklich soweit ist. Wenn ich eine Einzelfirma habe, habe ich die Situation, ich habe keine Verpflichtung, Insolvenz anzumelden. Ich kann immer noch schauen, wie geht es denn weiter, bessert sich was nicht. Wenn ich Geschäftsführer einer GmbH bin, dann habe ich die Insolvenzantragspflicht, die auch strafbewehrt ist. Das heißt, ich mache mich strafbar, wenn ich das nicht mache. Und da muss ich schließlich auf die Zahlen schauen, weil da zwei Gründe geben, wann ich anmelden muss, die Insolvenz als Geschäftsführer, nämlich entweder bei der Zahlungsunfähigkeit, sprich ich habe kein Geld mehr am Konto, um die wenigen Sachen zu zahlen, oder eben Überschuldung. Das wäre halt finanziell erst feststellbar, dass also in der Regel in der jetzigen Situation schlichtweg die Zahlungsunfähigkeit gegeben ist, wenn diese bereits droht, sprich ich sehe von der Kalkulation her, Mensch, ich habe jetzt in nächster Zeit noch die Ausgaben, es kommt aber nichts mehr rein, dann muss ich schon die Insolvenz beantragen, um nicht in den Strafvorschrift reinzukommen. Auch da haben sich ja in den letzten Stunden, Tagen die Gesetze, wurden auch Gesetze geändert. Also nicht jetzt, das ist alles korrekt, ich will das Gottes Willen, aber auch da, sonst, wenn man danach geht, werden zwei Monate nach allen Regeln alle Insolvenz. Also eigentlich betrifft das 80% der Gastronomiebetriebe. Ne? Das ist, müsste man nach zwei Monaten alle müssen da Insolvenz anmelden, wahrscheinlich. Also ich will jetzt nicht, Gottes Willen, nicht alle, aber ich denke mal, das ist momentan eine Situation, da wird man auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Insolvenz nochmal in die Hand nehmen müssen. Also die Anzeige. Es geht auch um die Frage, sondern ob man dann wirklich aufhören muss, ob die Insolvenz ist. Und wenn ich diese Entscheidung stelle, dann habe ich ja vorher schon entschieden, dass ich etwa bereitzustellende Mittel, Kredite, Kreditmöglichkeiten, die mir gegeben werden, schlichtweg nicht in Anspruch nehme, weil ich sage, es bringt mir sowieso nichts mehr. Meine Situation ist sowieso vorher schon nicht gut gewesen. Wenn ich jetzt Kredite in Anspruch nehme, wird es auch nicht besser, weil ich weiß nicht, wie ich die zurückzahlen muss. Und dann wäre das die Entscheidungssache. Wenn ich ein relativ gesundes Unternehmen habe, dann sage ich, okay, mit den Krediten komme ich erst auf jeden Fall in nächster Zeit hin. Da muss ich natürlich auch, da muss ich nicht zwingend als Geschäftsführer die Insolvenz beantragen, weil ich ja dann auch nicht zahlungsunfähig bin. Ich habe ja dann Kredite, die ich zur Verfügung habe, die ich abrufen kann und habe damit wiederum meine Zahlungsfähigkeit, sodass ich dann auch diese Verpflichtung habe, Insolvenz anzumelden. Nun haben wir ja gerade das Thema Insolvenz angesprochen. Bevor es aber dazu kommt, und zwar einige Schritte davor, ist auch eine ganz wichtige Frage, wie gehe ich denn als Unternehmer, teilweise aber auch als Angestellter mit der ganzen Situation um. Und zwar wurden wir auf Facebook gefragt, beziehungsweise dazu angeregt, das Thema zu diskutieren, dass wir weitgehende Einschränkungen im Bereich Tourismus haben. Das heißt, wir haben es noch nicht so ganz wie in Italien, dass man quasi ja von staatlicher Seite aus in Zwangsquarantäne verfrachtet wird, beziehungsweise eine Ausgangssperre gibt. Aber es gibt natürlich die klare Aufforderung, soziale Kontakte so weit wie es geht, einzuschränken. Nichtsdestotrotz bleiben Restaurants geöffnet und da wurden wir gefragt, wie das zusammenpassen kann. Restaurants bleiben offen, zeitgleich sollen Unternehmer aber ihre Angestellten schützen. Wie kann das funktionieren aus Ihrer Sicht, Herr Klein? Aus meiner Sicht habe ich ja einführend gesagt, funktioniert das nicht. Aber das ist eine Frage in der Zeit, dass die geschlossen werden. Also in meinen Augen würde ich sagen, ist es nicht sinnvoll. Ne? Man kann jetzt argumentieren, hat man vorhin auch,
Versorgung der Bevölkerung, ne? Auf Bundesebene diskutiert man das anders. Aus unserer Sicht macht das keinen Sinn, weil man die ganzen Bedingungen nicht einhalten kann in der Krise. Und für uns ist es doch besser, dass man sagt, wir machen jetzt einen Cut, einen Schnitt, unterbrechen die Infektionsketten und sind dann in 14 Tagen, 3 Wochen, wie immer, an dem Peak oder durch. Lieber, sag mal, jetzt zack und dann sehen wir irgendwo wieder Licht am Ende des Tunnels. Wäre besser. Aber gut, wir können da noch empfehlen, wir sind ja nicht die Gesetzgebung. Ne? Es ist aber ja so, dass wir müssen es trotzdem nochmal eingehen, auch wenn Sie vorhin schon mit Ihren Ausführungen dazu auf die Frage, die ich gerade gestellt habe, eingegangen sind. Wir müssen ja auch beachten, dass es den ein oder anderen Zuschauer gibt, der erst später eingeschaltet hat. Deswegen, falls es gerade Gastronomen gibt, die eben erst später zugeschaltet haben, nochmal ganz kurz und prägnant aus Ihrer Sicht, solange eben diese Maßnahmen, die Sie gerade vorgeschlagen haben, beziehungsweise auf die Sie hingewiesen haben, dass Sie sich wünschen würden, dass sie eben eintreten, sprich, dass Schließungen kommen. Was können Gastronomen tun? Wie sollte da auch der Austausch mit den Angestellten sein, solange eben diese Maßnahmen noch nicht umgesetzt sind, die Sie fordern? Na, eigentlich habe ich formuliert, dass ich das wünsche, dass man schließt. Weil ich bin dafür, dass man das schließt. Nein, das habe ich schon so verstanden, aber ich meine, was soll passieren bis zu dem Zeitpunkt, wo geschlossen wird? Wie kann man da den Umgang zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber regeln? Da ist einfach momentan, hatte ich gesagt, nicht alles in Gesetze gegossen. Das kann doch nicht sein, die Situation. Sondern jeder sollte doch für seinen Bereich vernünftig entscheiden, wie er damit umgeht. Vernünftig heißt, das heißt, die Infektionskette zu unterbrechen, das ist das Thema. Und ich habe den einen oder anderen Biergarten auch jetzt gesehen, wo eben 100 Leute drin sitzen und ein Party machen. Das ist das, da hat man, glaube ich, die ernste Lage nicht verstanden. Ne? Und es ist nicht nur Panikmache, sondern wir müssen dringend darauf einwirken. Vielleicht hilft doch die Sendung, dass auch Gastronomen erkennen, dass es sinnvoll ist, zu schließen selbstständig. Jeder kann doch selbst sein Restaurant zumachen. Es gibt vielleicht ein paar Sicherheitsbedingungen, also Versicherungen, also die dann sagt, naja, wenn du selber schon so war, das kann man doch abklären von. Aber die Verantwortung liegt doch auch beim Unternehmer irgendwo zu sagen, jetzt natürlich würde ich es gut finden, wenn ich eine Regel habe. Wenn ich sage zu und fertig. Solange die aber nicht kommt, muss ich verantwortlich handeln und dafür sorgen, dass die Gäste, die ich habe, auch die Mitarbeiter, für die ich eine Verantwortung habe, entsprechende Abstände haben zueinander. Also ich empfehle dort einfach zu sagen, zum Beispiel Essen auf dem Zimmer liefern oder sowas in der Richtung. Einfach, ich kann jetzt nicht für jeden Einzelfall die Empfehlung geben, aber sagen, drüber nachdenken, wie halte ich die 1,50 Meter möglichst ein? Wie verhindere ich, dass eine weitere Infektion stattfindet? Oder um es mit den Worten der Kanzlerin zu sagen, halten Sie sich an die Regeln. Das war zumindest ein sehr aktuelles Zitat von ihr. Ich glaube, wir haben einige Themen schon besprochen. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was seitens der Zuschauerschaft bei Facebook gekommen ist. Schauen wir mal. Ansonsten würde ich es vielleicht schon in Richtung einer kleinen Schlussfragerunde machen. Keiner von uns weiß, wie lange diese Krise anhält. Keiner weiß, was auf uns noch alles zukommt. Was macht uns und Sie im Einzelfall aber zuversichtlich, dass wir aus dieser Krise rauskommen? Und vielleicht, wie kommen wir aus dieser Krise raus, Frau Hildebrand? Ja, was macht uns zuversichtlich? Also sag mal, ich kann nicht eigentlich nur in mein eigenes Haus erstmal gucken. Also ich habe zurzeit wirklich in den letzten Tagen ganz, ganz andere engagierte Mitarbeiter erlebt, die wirklich bereit sind, sich auch neuen Aufgaben zu stellen, die sich in der Fachlichkeit anpassen wollen, mit dem Grundsatz, wir tun alles, was unser Kunde momentan braucht. Und das ist an erster Stelle die Leistungssicherung. Wir werden sicherlich an die Situation 2008 erinnert werden, an manchen Stellen. Die haben wir auch, glaube ich, gut bewältigt. Auch dort war Kurzarbeit oder Kurzarbeitergeld ein probates Mittel. Ich mache es mal jetzt ein bisschen platt. Die Säckel der Bundesagentur sind dort gefüllt. Ne? Also was unsere Rücklagen angeht, das hat ja oft genug auch schon mal im Medieninteresse da gestanden. Genau für so eine Situation ist das da. Und wir haben jetzt die Situation und wir werden alles tun an der Stelle, dass wir einen Beitrag leisten, dort gut aus der Geschichte wieder rauszukommen. Herr Klein, aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht ist es wichtig, auch in die Zukunft zu blicken. Wir versuchen auch da politisch Anreize durchzusetzen. Das heißt, wir kämpfen dafür, mal ein bisschen weitergeblickt, 7% Mehrwertsteuer zu bekommen für die Gastronomie. Ist ein langes Thema, aber ein wichtiges Thema. Wir würden damit den Gastronomen in der Zukunft 12% mehr Luft schaffen, um ihr Personal zu bezahlen. Und das wäre ein wirkliches, ganz konkret, ohne bürokratische Hürden im Konjunkturprogramm. Wir sind da auch in guten Gesprächen. Der Herr Söder in Bayern hat das schon unterstützt. Ich denke, Herr Kretschmann wird das auch irgendwann unterstützen.
sodass wir dort auf das ganz konkret 7% werden wir schon haben. Das wären Ausblicke, das wären Chancen, die wir haben, wenn wir das überleben. Das wird, also überleben meine ich jetzt auch im geschäftlichen Sinne, dass wir dort Anreize schaffen. Und natürlich ja, gibt es andere Dinge in der Krise, die man, da bewährt sich vieles. Ne? Also man kann auch da gestärkt hervorgehen und neue Märkte dann wieder erschließen, sobald es wieder läuft. Wir gucken mal nach China. Also wir haben ja gestern die Nachrichten gehört, China rollt wieder, VW-Werke kommen wieder. Also es gibt ja auch Licht, ne? Es gibt ja auch Möglichkeiten, man sieht, wenn man einmal da durch ist, rollt das Ganze auch wieder an. In Deutschland gibt es noch keine Ausgangssperre, Herr Rothaar. Wie werden wir aus Ihrer Sicht den Alltag in den nächsten Tagen und Wochen zum einen erleben, zum anderen gut bewältigen? Also ich denke mal, dass die ersten Maßnahmen sind, die jetzt ergriffen wurden. Ich denke mal, dass es auf jeden Fall noch heftiger wird, dass wir noch mehr Regelungen erhalten. Die Sache ist, die Infektion letztendlich nicht zu verhindern, sondern zu verschieben, aufzuhalten, und dass sich das über einen längeren Zeitraum streckt. Mein Gedanke ist, wenn man jetzt hier vieles aus dem herausnimmt, was man jetzt macht, kann man vieles für die Zukunft lernen. Ich kenne es etwa bei einer Bank, bei der ich jetzt auch war, wo jetzt gesagt wurde, naja, wir machen viel mehr, dass wir Videokonferenzen machen, haben wir jetzt schon gemacht, wir lernen daraus, es ist effektiver, wir verlieren viel weniger Zeit, die Konferenzen laufen effektiver ab, es bringt uns allen mehr. Andere kenne ich auch, die gesagt haben, ja, von den ganzen Meetings haben wir jetzt Abstand genommen in unserem Unternehmen, seit anderthalb Wochen stellen wir fest, wir kriegen viel mehr am Tag weg. Auch sonstige Businessflüge und zu Gesprächen und sowas, denke ich, wenn man das daraus lernt, zu sagen, okay, es geht auch ohne, kann man meines Erachtens effektiver arbeiten. Man kann auch dadurch auch für ein anderes Thema, was jetzt viel in den Hintergrund gedrängt ist, Umwelt, auch wiederum auch einiges erreichen, indem man schlichtweg mal hinterfragt, muss ich immer ständig persönlichen Kontakt haben, kann ich nicht auf eine einfache Variante haben und kommt dadurch effektiver, günstiger und für uns alle besser raus. Schlichtweg denke ich mal, ist wichtig, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bleibt und nicht dieses Kämpfen gegeneinander, wie es gerade in Hamsterkäufen stattfindet, eben in Vordergrund tritt, sondern wirklich, dass man schaut, okay, man versucht gemeinsam voranzukommen und gemeinsam aus der Krise herauszukommen. Könnte man fast als Schlusswort verstehen? Könnte man so verstehen. Und ich glaube, wenn eines nicht nur durch die Runde, sondern vor allem durch die Bemühungen und Anstrengungen aller in den letzten Tagen klar geworden sein sollte, die auf irgendeine Weise gerade versuchen, politisch zu handeln, sozial zu handeln, gesellschaftlich aktiv zu werden, dann, dass es die Anstrengung aller braucht, um diese Krise zu überstehen. Es brauchte auch, und das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, die Anstrengung aller, um diese Live-Schalter heute hier zustande zu bekommen. Und deswegen geht erstmal an Sie drei der große Dank für die Bereitschaft, dass Sie das so kurzfristig übernommen haben. Dankeschön an der Stelle auf jeden Fall erst einmal. Vielleicht für die Zuschauer noch der Tipp, ein ähnliches Format könnten wir uns durchaus in den nächsten Tagen des Öfteren vorstellen. Allein wir alle haben die Aufgabe, mehr oder minder zu Hause zu bleiben, eigentlich Sicherheitsabstand zu halten. Das bitten wir mal nachzusehen. Ja, an Sie drei in der Runde auf jeden Fall vielen Dank. An Sie, wo auch immer Sie uns verfolgen und uns zugeschaut haben, danke fürs Einschalten, fürs Klicken. Und wir werden uns Gedanken machen über ähnliche Formate für die nächste Zeit. Vorschläge gern auch da wieder über Facebook. Und ansonsten uns allen einen gesunden und schönen und friedvollen Abend. Machen Sie es gut. Danke. Ja. Danke.